Nee, da haben wir langsam genug. Wir können schon mal die Schusterei hier bauen. Wenn dann die Mühle fertig ist, fehlt nur noch die Schusterei. Naja, Bäckerei und Brauerei. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Ah ja, und das Dreifamilienhaus natürlich für Bäcker und Bierbrauer. Weizen wird mehr. Jedenfalls wird immer mehr ausgesät und da wächst er auch schön heran. Mühle ist fertig. Sobald hier in dem Haus genug Nahrung liegt, holen wir auch da mal ein Kind, weil wir brauchen ja noch mehr Kinder. Wir brauchen nämlich ein paar Träger. ...14, also noch 2 Jahre, glaube ich. Also wenn er 16 ist. Oder jetzt. Gut, Harald. In die Schule mit dir. Das heißt, eigentlich können wir gleich nochmal 2 weitere Kinder bekommen. Ich wollte gerade schon sagen, in Auftrag geben, aber das klingt dann ein bisschen zu obskur. Und ja, irgendwie bin ich froh, dass die Leute, die Indianer mir gerade Ruhe geben. So, Harald, du wirst ein Farmer. Oh, und es wird mehr Weizen gesammelt, weil Weizen rangewachsen ist. Aber nur von einem Farmer gerade, weil der zweite gerade beim Techtelmechtel ist. Ja, da wir eigentlich gerade nicht mehr so viel Töpfe brauchen, switchen wir mal wieder zum Steinmetz um, weil wir brauchen nachher viel Stein, wenn wir wieder Wege bauen. Das mache ich aber erst dann, wenn alles hier läuft. So, du hast Farmer gelernt, das heißt, du wirst gleich Müller und ziehst auch gleich hier ein. Eines von den beiden Kindern, das jetzt dann erwachsen wird, wird in das Wohnzelt einziehen. Unser Jäger bringt jetzt das Essen da rein, okay. So, der Schuster ist auch fertig. Aber noch können wir ihn nicht wirklich betreiben, weil wir die Nahrung vom Jäger brauchen. Noch. So, die sehen schon wieder aus. Das ist gut.
Du arbeitest jetzt in deiner Mühle. Oh, und da kommt der Angriff. Singender Büffel, Bogenschütze. Norwin? Und ja, falls es sein muss, mache ich halt jemanden nochmal zum Kundschafter Holstab, weil den Wald noch nieder und baut da die Brauerei dann hin. Narbenbrunnen. So, Dreifamilienhaus. Kommt hier hin. Weil da stecke ich dann auch den Träger rein, der für den Bäcker arbeitet. Und ich glaube, das reicht dann an männlichen Kindern, in Anführungszeichen. Dann brauche ich noch weibliche Kinder. Eins wenigstens, das dann hier einzieht. So. Ihr könnt schon mal da einziehen, sobald ihr es gebaut habt, natürlich. So, unser Jäger trägt schon mal alles in die Schusterei. Sehr gut. Ach, und da kommt schon wieder ein Angriff. Ja, wenigstens haben wir einen Schwertkämpfer, der ziemlich angriffsstark ist. Und wieder ein toter Indianer. Okay, Holz kommt langsam wieder rein. Mehl kriegen wir jetzt auch langsam. Wie weit ist denn unser Müller? 75, also noch zwei Durchgänge, dann hat er genug Mehl. Und wow, jetzt kriegen wir ordentlich Weizen. Jedenfalls ist genug Weizen zum Abernten bereit. Also ja, so ein Bauernhof ist schon recht ergiebig. Das einzige Problem, was wir jetzt gerade haben, ist die Nahrung. Wobei das hoffentlich auch jetzt dann demnächst gelöst wird. Na, noch ein Björn. Wobei der eine heißt Björni eigentlich, oder? Ja, Björni. Soldaten. Kinder. Er heilt langsam.
Ja, Heilung in dem Spiel ist halt sehr langsam. Müller, yay. Ja, das heißt hier die Bäckerei und dann ist noch hier genug Platz für die Brauerei. Sehr gut. Das heißt, wenn die Bäckerei fertig ist, können wir ihn umsiedeln. Yay. Wenn die beiden erwachsen sind, werden sie träger. Einmal in der Bäckerei und einmal im Hauptlager. Und dann können wir eigentlich theoretisch schon mal mit der Straßenproduktion beginnen. Ja. Bald muss ich mal wieder meinen Holzfäller in den Werkzeugschreiner umändern, damit er mir hier frische Werkzeuge macht. 9 Stück. So wie ich irgendwann mal dann meinen Jäger zum Schuster machen sollte. Und mein Verteidigungsturm reparieren muss. Ja, Gunnar regeneriert sich gut. Okay, 3 Familienhaus ist fertiggestellt. Und ja, guckt euch das an. 15 Weizen und 13 Mehl. Also wir sind schon recht gut dabei, was die Versorgung angeht. Die Nahrungsversorgung. Wenn wir dann einen Bäcker und einen Träger in der Bäckerei haben, dann wird alles noch viel besser. Weil wir haben jetzt insgesamt 18 Einwohner. Mehr als 20 werden es nicht. Und wie gesagt, mit dem Setting, was wir hier dann haben, können wir so um die 20, 25 Leute gut versorgen. Wir können sogar, glaube ich, 30 Leute versorgen. Und sind dann damit halt in der Lage, uns um unsere Sachen zu kümmern. Oh, du bist erwachsen. Das heißt, du wirst gleich mal Träger hier. Kriegst auch gleich mal das Haus hier. Und da du auch bald erwachsen bist, wirst du dann Träger in der Bäckerei. Ah, ich muss zugeben, in der Mission kommen wir einigermaßen besser, schneller voran als in der letzten, weil ich auch anders meine Prioritäten setze. Okay, die Bäckerei zählt leider noch nicht als Arbeitsplatz.